Sehr cooler Laden. Ich habe heute noch gar nicht gesagt, dass wir im großartigen Essen sind. Und der Laden heißt, ach scheiße, lass uns das später nochmal machen. Panic Room. Wo ist sie? Da ist sie. Du musst sie ausdrücken. Vorher. Oh. Nur die Arten kommen in den Garten. So Jeffrey, the first backstage beer. Erstes backstage beer. Auf euer Wohl, meine Freunde. Nein, Mann, das ist ja, aber guck mal, das ist meine Show, hat ja auch gesehen. Oder? Heute trinken wir Astra Urtyp. Man könnte sich auch ein Rotlicht holen, aber das mag ja keiner. Nö. Robin H. ruft an. Robin H. ist jetzt gerade live zugeschaltet im Tour Diary. Ich filme dein Ohr, dann hört man das vielleicht. Was? Warte, ich verstehe dich gerade nicht. Du bist voll fail, Junge. Ich möchte Kinder bekommen. Natürlich möchte ich. Ich bin zu alt und selber wofür? Noch. Wofür? Jemand muss ja zu Hause putzen, ne? Nein, ich werde dann so ein ganz schlimmer Papa, der seine Kinder mit 2 schon auf irgendwelche Bühnen jagt, damit die für ihn berühmt werden. Und keiner nahm sie ernst, denn keiner konnte so viel lachen. Round one. Ja, ich mag jetzt die Gummiarme. Und das sind die Gummiarme. Dein Fisch! Riech mal doch! Ich bin Charlie als Charlie verkleidet und keiner rafft es. Das ist alles Banausen sind. Ich habe nämlich vorgeschlagen, weil ja Karneval ist, dass wir verkleidet spielen könnten. Es gab den ersten Shitstorm meines Lebens, den ich abbekommen habe in unserem bandinternen Gedöns. Ich weiß jetzt, als wer du verkleidet bist. Ja. Charlie Bums von dieser Band kneift die Arschbacken zusammen und kack oder so. Willkommen zu eurer Lieblingskategorie heute, Fail Talent-Check. Das Klo vom Panic Room in Essen. Und es sieht, obwohl es halt irgendwie sehr abgefuckt aussieht, es ist doch sehr edel hier. Sehr gut gemacht. Aber das Geilste kommt jetzt. Ist das nicht großartig? Ich muss sagen, wir haben ja jetzt Fail Toilettencheck, schon viele Toiletten gecheckt. Aber das hier setzt ihm ganz die Krone auf. Das ist das geilste Klo, das wir bisher gesehen haben. Richtig cool, ey. Es gibt Beruhigungsmusik und coole Pissoirs. Und Nina muss jetzt rausgehen, weil wir Kundschaft haben. Willkommen! Willkommen! Danke. Ich bin Adam Röber. Lach nicht, du Sau! Fail to Diary, wir haben einen alten Kumpel wieder getroffen. Das ist Kevin, ja? Das Schweinebändchen! Sag hallo, Kevin! Hallo! Hallo, Kevin! Kevin ist nicht allein zu Hause. Nee, diesmal nicht. Kevin ist immer gerne auf Tour, ja? Kevin spielt Akustik-Punkrock. Oh, Baby. Und knutscht gerne Bärte, ja? Ja. Aber die heißt ja mittlerweile Absperrband. Ah, ja, die heißt ja genau. Absperrband mit Streifenfrettchen und dem Teddybären. Ja. Da, ja, das ist cool. Das siehst du sogar. Ich sehe aus wie ein Fisch.
bin Fisch! Du bist ein Fisch! Meine Arbeit. Ja, ich war schon weg. Also ich hasse alles. Ich hasse Punker. Ich hasse Frauen. Und ich hasse Bäume. Abonniert seinen Kanal. Absperrband, Kanal, Frettchen, das steht alles hier unten. Hier unten steht das genau. Eingeblendet. Danke dir, mein Spaß. Super. Abonniert hier, ne? Nicht vergessen. Okay. Yeah. Zeig dein Po. Ich sage, ficken, oi, und saufen. Penis! Ja gut. Du kannst auch was hinzufügen oder einfügen. Reinstecken, durchbumsen, durchbürsten. Eat my balls. Eat my balls, motherfucker. Weißt du, wir waren einmal zelten, ne? Und wir haben festgestellt, dass. Also, wir haben so Hände reingesteckt in die Hosen und haben uns in den Eiern gerochen. Wir haben festgestellt, dass es nach Chinasuppe riecht. Weißt du, was das Geilste ist heute Abend? Was? Dass ich mit dir heute Abend Sex habe. Und die wissen das gar nicht. And backstage, Bex Wonder backstage mit seinen Pitches. What's up, motherfuckers? Alter, beiß mich nicht! Also früher im Camp, da war es wunderschön mit dir. Wir hatten ganz viel, wir hatten sehr viele Zeit. Und ich bin so betrunken gerade. Tut mir leid, ja. Bist du betrunken? Nein. Also, wie soll ich sagen? Früher war alles besser. Da hatten wir Sex. Da guckt man heute mal, da sieht man immer wieder das Essen. Sag mir, wieso hast du dich heute nicht rasiert? Wieso? Ich hab mir gedacht, heute bin ich mal der Kerl, da muss ein bisschen männlich aussehen. Also. Und du bist heute meine Frau, ja? Und ich meine, du hast zwar keinen Hammer, du kannst aber trotzdem nageln, ne? Tischler kann alles. Ja. Der kann Lacken verlegen. Bist du schwul? Ja, ich stehe auf Schwänze. Ach ja, ja. Zeig einen Schwanz. Irgendwie. Ja, das passt. Super cool, Alter. Kannst du einen abmachen, ey? Moment. Es wird auch. Es ist das M-Computer-Discount. Know what I'm saying, motherfucker? Was, wo bist du? Ich bin gerade am Pissen, ja? Echt? Warte auf mich, ich muss aufessen, dann komme ich zu dir. Ich piss dir ins Gesicht. Ja, mein Schatz. Wieso bist du so besoffen? Ich weiß nicht. Ich vom Pennen ab, was? Du hast mir im Park. Hast du mal im Ich will mit dir schlafen, Dieses Lied ist von mir und es ist auf dieser CD und die gibt es kostenlos auf charliebaum.bandcamp.com. Mutter Ficker! Oh yeah! Ich bin der Letzte, der die Lösung hat, wie alles besser wäre. Gegen Bullen ist so einfach, gegen Neonazis umso mehr. Ich bin ordentlich betrunken und das war Fail aus Panic Room in Essen. Wir haben einen großartigen Abend erlebt, ihr werdet es ja sehen in der vergangenen Folge oder so, keine Ahnung. Aber vergesst nicht, sie haben es doch gesehen, weil wenn du dich verabschiedest, bist du am Ende. Das heißt, sie haben es schon gesehen. Scheiße, schlimmes, ne? Zeitparadoxon. Aber vergesst nicht, unsere Facebook-Seite zu liken, abonniert unseren Channel und wir sehen uns auf dem nächsten Konzert.
Bis dann. Ciao. Du bist nicht betrunken? Habe ich nie behauptet. Ich grüße mal alle Fans da draußen von Feen, ist ja klar. Und vielleicht sehen wir uns in Hema, Iserlohn oder sonst. Egal, wo die jetzt gerade immer auftreten. Also versucht da hinzukommen.